Heute Morgen um 8 im Museum. Alles ist fertig. Die Ausstellung kann losgehen. Aber dann kommt der Künstler hereingerauscht. Und der ist irgendwie unzufrieden. Die Höhe können wir doch machen. Die Höhe auch höher, 10 cm höher. Das raus, wir nehmen das mal raus. Das einen Meter höher oder 1,50 Meter. Das müssen wir nachher mal anhalten. Kein Thema. Daniel Richter kommt geradewegs von einer Polarmeer-Expedition. Er hat seit 2 Wochen nicht geduscht. Aber für Körperpflege ist jetzt keine Zeit. Die beiden hängen doch ganz gut da. Doch nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Also ihr 5 cm hoch und ihr mindestens 20 cm hoch, aber sonst exakt. Gut. Höher, 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 höher. Okay, das ist ungefähr. Ja, jetzt nimm doch mal dein Messeisen und misst, wie viel das ist so. Ich habe kein Messeisen, ich habe eine Wasserwaage, ja, mit der kann man nicht messen. Es geht auch ohne Wasserwaage, wenn alle mit anpacken. Daniel Richter ist nicht gerade ein pflegeleichter Künstler. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, eine Ausstellung zu hängen. Und er hatte eine Konzeption, nach der haben wir uns gerichtet, weil er war ja nicht da. Und er hat sich das einfach vorgestellt. Und jetzt sieht es anders aus. Und dann macht man so einen Entwurf und überprüft es an der Wirklichkeit und stellt fest, na, das müsste man vielleicht doch anders machen. So. Macht aber überhaupt nichts aus. Ist ja okay. Wenn er nicht zum Duschen kommt, dann stinkt er halt bei der PK. So what? Und er stinkt tatsächlich bei der Pressekonferenz und langweilt sich ein bisschen, bis er selbst das Heft in die Hand nimmt. Aber ich bin ja in erster Linie Maler geworden, um Witze drüber zu machen. Nee, falsch. Ich bin müde. Ich habe so einen Hunger. Ich sollte lieber malen als reden. Dabei hat er immer beides gemacht. In den 80ern radikaler als heute. Hafenstraße, Hamburg. Daniel Richter war dabei. Aus dem ehemaligen Hausbesetzer ist ein reicher Mann geworden, ohne Gewissensbisse. Ich würde mich freuen, wenn es mehr Hausbesetzer gäbe, die jung wären und mich beschimpfen würden. Aber es gibt ja keine. Was ist eigentlich los mit der Kapitalismuskritik? Irgendwie nur Gelusche und Rumraven oder was? Seine Bilder sind zur Wertanlage für Kapitalisten geworden. Fans zahlen bis zu 300.000 Euro für einen echten Daniel Richter. George Clooney soll übrigens auch einen haben. Richters Bilder sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch immer noch politisch. In seiner Ausstellung in Hannover zeigt er, wie der Westen die arabische Welt nach den Anschlägen vom 11. September sieht. Hier der Titel des Time Magazins von 2001. Dort ein Bild von Daniel Richter namens Krieger, ein einsamer Cowboy in psychedelischer Landschaft. Und dieser Titel der Zeitschrift Economist findet sich bei Richter unter dem Namen Armee der Verräter wieder. Der Maler spielt dabei mit unseren Erwartungen. Und die Idee, dass Leute, wenn sie das so sehen, sofort sagen Taliban, zeigt eben einfach nur die Besetztheit dieser Bilder. Diese Bilder sind ab morgen in Hannover zu sehen. Spätestens dann hängen sie auch wieder. Dieses Mal so, wie es der Künstler will.